Natürlich weiterhin die Frage bleibt, wie wird der Winter? Ich habe es Ihnen schon 100-mal gesagt, Ceterum censeo, niemand weiß, wie der Winter wird. Trotzdem gibt es natürlich immer noch Vollpfosten-Meteorologie. Und die gäbe es nicht ohne Vollpfosten-Journalismus, die diese Schwachsinnsvorhersagen, die es da zum Teil gibt, immer noch abbilden. Zur Historie. Früher hat der Oberscharlatan eine Prognostica Magna behauptet, dass er sie hätte, die diese geheimnisvollen Langfristvorhersagen machen würde. Es war schon damals wie heute einfach ein experimenteller amerikanischer Dienst, der solche Abweichungen der Temperatur in zukünftigen Monaten eben berechnet. Und im Gegensatz zu Vollpfostenjournalismus und Vollpfostenmeteorologie in Deutschland wissen die Amerikaner, dass es experimentell ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es zutrifft, eben oft nahe 50% ist. Und das ist eben Zufall. Also man könnte genauso gut würfeln. Entsprechend brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wenn jetzt wieder gestanden ist, im Zentralorgan für Vollpfostenjournalismus bei der Fiesenfriede wird es der wärmste Winter aller Zeiten. Da können die Winterliebhaber einfach ein bisschen hoffen, weil bisher immer das Gegenteil von dem eingetreten ist, wie behauptet wurde, eben durch Vollpfostenjournalismus und Vollpfostenmeteorologie. Das ist ein schwieriges Wort. Wenn es hieß, gibt einen tierisch heißen Sommer wie dieses Jahr, wurde es ein eher verregneter Sommer. Wo hieß es dreimal, jetzt ist aber der Sommer vorbei, jetzt kommt der Herbst, ist immer noch mal eine Woche warm geblieben. Und entsprechend, wenn das Gesetz der Regel hier zutrifft, es war bisher immer so und wird auch immer so bleiben, dann wird es einen tierisch kalten Winter geben. Aber es kann natürlich auch sein, einmal im Leben müssen Sie auch mal recht haben. Sie hatten bisher immer kam das Gegenteil raus. Also vielleicht gibt es ja auch wirklich einen milden Winter. Das Tolle ist, es weiß niemand, ob es das gibt. Wie gesagt, ich hoffe auf einen kalten und bisher nach der Gegenteilregel müsste eigentlich auch ein kalter dabei rauskommen. Und wenn es doch ein milder wird, wahrscheinlich wird es dann nicht der mildeste aller Zeiten sein. Okay, und tschüss.